Willkommen zum fünften Let's Play Civilization. Ich habe immer noch Halsschmerzen und öffne wieder einmal die Welt. Ja, es spielt wieder der mitgezwitschert und der hat sich hier inzwischen an die Russen herangepirscht und hat überlegt, ob er einen Angriff startet. Und da ich ja schon einigermaßen unzufrieden war mit dem Titel, den ich dem Speichertitel, den ich mir gegeben habe, werde ich jetzt einen neuen Speichertitel wählen. Und zwar nenne ich das Ding mitgezwitschert. Meinetwegen mitgezwitschert of the Germans. So. Hab jetzt abgespeichert und also selbst wenn das hier total in die Hose gehen sollte mit den Russen, die ich gleich angreifen werde, wo ich gleich noch diese Einheiten hier runterziehen werde. Ich werde erstmal hier die Gegend noch zu Ende erkunden und mit den anderen Einheiten runterkommen. Habe ich immer noch die gespeicherte Version, die ich dann eventuell wieder rollbacken kann. So, dann geht's hier los und ich schaue mir erstmal die Gegend der Russen an. Bevor du hier wegläufst, ich brauche dich. So, hier hatte ich gesagt, dass ich ein Bergwerk bauen kann. Hier kann ich mal zeigen, es gibt hier nur die Möglichkeit, Bergwerk zu bauen und die Straße. Es gibt auch die Möglichkeit, den Arbeiter automatisch laufen zu lassen, aber das läuft dann relativ unlogisch. Ja, und dann gibt es hier noch generell diese Bewegungsbefehle, und zwar Hold, das wäre einfach die Runde aussetzen. Wait wäre, dass ich die Einheit in den Status versetze, dass sie da rumsteht, so lange, bis irgendwie was Aufregendes passiert, wie zum Beispiel, bis eine andere Einheit vorbeikommt. Fortify wäre, dass ich die Einheit dort festsetze und sie dort einfach stehen bleibt. Sie bekommt dann, glaube ich, auch einen Verteidigungsbonus. Und Disband wäre einfach die Einheit löschen. Und go to select destination, also wäre eben der Weg, wo dass ich die Einheit irgendwo hinsteuern kann. Das kann ich einfach auch mit einem langen Mausklick erledigen. Das sieht dann so aus. Man sieht dann ja in der Mitte des Kreises, wie lange die Einheit dorthin brauchen würde. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Straße lang gehe, dann dauert es über diesen relativ weiten Weg nur 3 Runden. Wenn ich diesen weiten Weg in die andere Richtung nehme, bräuchte ich ungefähr 6. Ja. Gut, mal so ein bisschen die Buttons hier erklärt. Wie gesagt, ich wollte hier die Mine bauen. Das mache ich jetzt. So, die Russen sind ein bisschen sauer, weil ich meine Einheit in ihrem Landgebiet habe. Und deshalb bewege ich die jetzt erstmal noch raus, weil ich erstmal die anderen Einheiten in die Nähe holen möchte. Krieger wieder hier rausgeschmissen. Bisschen doof. Ich hätte gehofft, dass er mich in die andere Richtung rausschmeißt. Das wäre irgendwie schöner gewesen, dann wäre ich hier ins unentdeckte Land gekommen. Star Trek! So. Dann komme ich einfach mit dem zurück. Wo möchte der Land gehen? Ist blöd. Ich gehe hier lang. Ja. Der Siedler in Hamburg ist fertig. Gleich wird die Stadt wieder um eine Bevölkerungseinheit reicher. Dann habe ich hier wieder 6
6 Einwohner, das heißt, ich kann auch gleich noch einen Arbeiter hinterher schieben, der mir dann beim Aufbau der vierten Stadt hilft. Hier habe ich jetzt auch die Mauern fertig. Ich kann hier nochmal kurz zu Big Picture gucken. Meine Idee ist jetzt erstmal, Construction fertig zu machen, um dann ins Mittelalter zu kommen. Gehe wieder zurück. Und schau mir mal an, wo ich die nächste Stadt aufbaue. Ah, da fällt mir ein. Wir hatten im letzten Play, Let's Play, das Eisen erwähnt und das wollen wir jetzt auch haben. So, ein bisschen überlegen, wo wir genau die Stadt bauen. Ich denke, das wäre eine gute Position. Da bekäme ich dann, wenn der kulturelle Einfluss ausgeweitet ist. Also ich bekäme sofort das Eisen. Das wäre nämlich hier im unmittelbaren Radius. Oh, beides sogar. Okay. Dann baue ich es hier hin. Baue ich die Stadt hier hin. Da bin ich am Fluss. Habe hier als Ressource die Kuh. Und auch das Eisen. Außerdem bin ich relativ dicht an der nächsten Stadt Leipzig. Los geht's. So, der Arbeiter ist auch fertig. Jetzt möchte er hier die Pyramiden bauen. Pyramiden dauert 48 Runden. Das ist relativ lang. Die große Bibliothek ist bald fertig. Ich werde das erstmal nicht machen. Ich werde dann die Pyramiden voraussichtlich in Berlin bauen. Und hier baue ich jetzt noch einen zweiten Spearman, um meine Stadt erstmal besser abzusichern. Damit ich hier auch zwei Verteidigungseinheiten habe, wie ich das auch in Berlin habe. So, und den Worker, den schicke ich natürlich auch hier hin. Weil ich mir dann gleich überlegen könnte, ob ich stattdessen schon die Straße dorthin baue, damit ich auch das Eisen sofort in allen Städten verfügbar habe, wenn ich das Eisen generell im kulturellen Radius habe. Denn ich habe ja vorhin gesagt, dass ich eine Verbindung zu der Ressource als Straße haben muss und dass es halt im kulturellen Einfluss ist. Und wenn ich jetzt diese Stadt hier aufbaue und die Straße ist nur mit dieser Stadt verbunden, dann habe ich nur innerhalb dieser Stadt das Eisen und nicht in den anderen drei Städten. Und das soll natürlich nicht so sein. Es soll natürlich in allen drei Städten oder in allen vier Städten, wenn es dann soweit ist, verfügbar sein. Und deshalb will ich gleich diese Straße haben. So. Diesen Arbeiter wollte ich hier wieder hochschicken, um die Nahrungsmittel besser abzubauen. Ja, und hier stelle ich gerade fest, dass die Russen gar nicht mal so klein sind. Schicken Sie mich wieder raus. Sie sind tatsächlich nicht klein. Sie haben schon 5 Städte. Und damit deutlich mehr als ich. Allerdings alle relativ klein insgesamt von der Bevölkerungsanzahl. Möglicherweise haben sie sogar noch eine 6. Stadt hier. Ich denke, ich werde es erstmal lassen mit dem Angriff.
Weil die Einheiten schlicht zu schlecht sind. Ich erkunde erstmal weiter die Gegend. Und bin dann besser vorbereitet, wenn der Angriff kommt. So, der Spearman ist fertig. Sonst habe ich hier nichts mehr zu bauen, was ich wirklich brauche. Ich könnte natürlich jetzt. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ich baue jetzt hier Kasernen, Barracks. Und baue dann Archer. Also Bogenschützen. Um mich gegen die Russen. Um gegen die Russen mobil zu machen. So. So sieht's aus. Hier sind erstmal alle Felder ausgebaut, die wichtig sind. Ich werde. Ah, ich denke, ich werde noch die Elefantenfelder ausbauen. Ah, nee, ich mache das so, dass ich diesen Arbeiter jetzt schon mal direkt hier hinschicke, um dort unterstützend tätig zu sein, während der andere Arbeiter die Straße baut. Trauben. So, hier produzieren wir schon viel Nahrungsmittel. Ich denke, das ist okay. Ich werde jetzt hier ein Bergwerk bauen. Dedem, Bergwerk nicht möglich. Tragisch, tragisch. Dann werde ich die Bewässerungsanlage versuchen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch einen fünften bekomme. Das werde ich dann gleich sehen. So, hier jetzt Trauben als zusätzliche Ressource. Das ist schon ziemlich weit weg von meinem Stadtgebiet. Ja, liebe Frau Katharina, wir sind da ganz nett und werden die Einheiten bestimmt bald wieder rausbewegen. Goodbye. So, jetzt habe ich hier die Kaserne gebaut und dann kann es losgehen. Hier baue ich die Straße. So, hier habe ich das Bergwerk gebaut, wie ich das gesagt habe. Und jetzt produziere ich hier oben ganz gut Schilde. Habe ich hier unten auch produziert, aber ich habe hier eben auch noch Geld. Wenn ich jetzt eine Straße baue, weiß ich nicht, ob ich noch weiter Geld produziere, also noch ein zusätzliches Geldfeld produziere. Das sehen wir dann. Hier hatte ich mich gefragt, ob ich jetzt 5 Nahrungsmittel bekomme und ich bekomme tatsächlich 5, das ist gut. So, auch eine Straße, da gibt es da auch noch mehr Geld. Die große Bibliothek ist fertig. Das können wir uns wieder ansehen. So sieht Berlin jetzt aus. Es ist schon größer geworden, wie wir sehen.
Und wir haben hier interessante Gebäude. Den Kolossus hatten wir ja schon vor einer Weile. Das sind ja einfache Stadtgebäude. Hier unten steht die große Bibliothek. Ihr Palast ist jetzt überdimensional groß, obwohl er in Wirklichkeit gar nicht so groß ist. Und hier ist die Kornkammer, die wir schon gebaut haben. Das andere sind normale Gebäude. So, dann schauen wir nochmal nach Berlin rein. Dadurch, dass wir kein Wachstum mehr haben, ist es eigentlich sinnvoll, hier jetzt erstmal einen Siedler zu bauen, um einfach mal die Bevölkerung mal ein bisschen zu kappen. Können auch eine Bibliothek bauen, das ist sicherlich auch sinnvoll dann als nächstes. Ja, und danach habe ich ja schon gesagt, die Pyramiden. Na, und so soll es weitergehen. Plan steht. Ein weiteres Eisenfeld. Und hier oben sind wieder Gegner. So. Das war jetzt ein glücklicher Zufall. Und zwar hat mich Katharina nicht nach hier aus dem eigenen Land geschoben, sondern nach unten, so dass ich jetzt in einem Gebiet bin, was ich noch nicht entdeckt habe. Und das ist ganz praktisch, weil ich das jetzt eben mal entdecken kann. Und hier ist auch mein erster Archer fertig. Und den schicke ich natürlich auch gleich zu den Russen, um hier ein bisschen Stunk zu machen. Bauen wir natürlich keinen Spearman, sondern einen weiteren Archer. Das Besondere an diesem Archer ist jetzt, dass der von Grund auf diese vier Lebenspunkte hat. Und dadurch kann er natürlich mehr, also den Kampf besser überleben. Das sehen wir dann, wenn wir den Kampf tatsächlich haben. So, hier sind wir angekommen und bauen die vierte Stadt. Das ist Königsberg. Eigentlich heißt die Stadt Königsberg, aber Umlaute kann Civilization 3 nicht. Ich ändere das mal. Ja, Königsberg gibt es nicht mehr. Das ist heute Kaliningrad, glaube ich. Eine russische Stadt. Und ich rede mit den Franzosen. Salut, Mademoiselle. Ah, yes. Mal gucken, was die so an. Ja, die haben eigentlich nichts weiter. Goldstädte. Never mind. Goodbye. Weiter geht's mit der Straße. So, hier gibt es gut Produktion. Ja, und wir sind ein bisschen hier ein bisschen doof dran, da wir keine Schilder produzieren. Deswegen werde ich mich mal dran machen und hier Bergwerke bauen. Und hoffe, hier klappt es endlich. Viel gab es da nicht mehr zu entdecken. Berlin hat den Siedler gebaut. Wir haben aber auch gleich in einer Runde wieder sieben Einheiten, sieben Bevölkerungseinheiten. Wie gesagt, die Bibliothek als nächstes. Dann geht auch das Bauen der Bibliothek gleich wieder schneller. Hier ist jetzt die Kornkammer fertig.
Ja, zumal wir hier sowieso schon sehr schnell produzieren können, also Bevölkerung produzieren können. Das soll uns jetzt aber nicht stören. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier weiter fortfahren. Ja, schnelle Bevölkerungsproduktion. Ich baue hier auch einen Siedler. Das dauert ein bisschen länger. Aber bevor der Siedler fertig ist, ist auch die Bevölkerung schon wieder um eins gewachsen und dann werden hier wahrscheinlich erstmal Unruhen ausbrechen. Auf jeden Fall kann ich dann direkt wieder die nächste Stadt bauen. So, schon der nächste Bogenschütze fertig. Einen dritten werde ich noch bauen, den schicke ich direkt hinterher. Und der Siedler aus Berlin? Ja, jetzt ist es ja vielleicht gleich sinnvoll, mit diesen nächsten drei Siedlern auch schnell diese besonderen Ressourcen hier mir zu holen. Wenn ich die nächste Stadt hier bauen, die ist dann nah am Meer, dann kann ich auch mit dem Schiff raus, wenn es dann soweit ist. Da kann ich das Bergwerk bauen. So, die Engländer steigen mir hier noch nicht aufs Dach. Jetzt aber. Jetzt schicken sie mich raus. Schauen wir mal, wo ich da gelandet bin. Ja, euch versichere ich natürlich auch, dass ich gleich wieder gehe. Und in diesem Zuge wird auch der nächste Bogenschütze fertig. Naja, wenn wir so gut dabei sind, dann bauen wir auch noch einen vierten. Vielleicht noch einen fünften. Hihihi. Wunderbar. Wunderbar. Macht keinen Unterschied. Flussland ist Flussland. Da geht's weiter. So, kann ich hier Wasser bauen? Kann ich nicht. Nicht so schlimm. Werde ich ein Bergwerk bauen? Ich habe hier schon drei Nahrungsmitteleinheiten. Dann kann ich da noch ein zweites Schild produzieren. So, ich werde die Russen jetzt so ein bisschen einkreisen. Die Engländer auch an der richtigen Stelle rausgeschickt, das ist schön. Ach, das waren ja nicht gar nicht die Engländer, das waren ja die Franzosen. So, die schicken mich jetzt auch wieder raus. Okay, kein Problem. Goodbye. Und die Bibliothek in Berlin ist fertig. Und in 7 Runden habe ich dann wieder 8 Uhr in Berlin und werde es wieder mit Unruhen zu tun bekommen. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Aber ich sehe, ich kann in Berlin ein Katapult bauen. Vielleicht sollte ich das machen.
Aber nicht in Berlin. In Berlin geht es jetzt weiter mit den Pyramiden. Ich schau mal nach Hamburg und baue das Katapult hier. So, sehr schön. Und Kiew wird jetzt auch die erste Stadt sein, die ich mir versuche zu erobern. So, da die Barbaren jetzt ja nicht so wirklich nützlich sind hier. Barbaren sage ich schon. Ich gucke nochmal, ob ganz am Südzipfel. Ja, our mistake. Goodbye. So, da habe ich noch eine. Wie heißt das Ding? Ein Katapult. Sehr schön. So, das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Und ich baue jetzt hier wieder einen Siedler. Weil die Stadt wächst gleich wieder und hat gleich wieder 8 Einwohner. Vielleicht sollte ich auch gleichzeitig noch dieses Smolensk hier angreifen. Um Moskau schon mal so ein bisschen einzukreisen. Um mich dann auch an diese Fälle ranzumachen. Ja. Bin da ein bisschen unsicher. Nee, nicht mit denen arbeiten. Nicht mit den Kriegern hier, die sind zu schwach. So, hier werde ich mal auf den Berg versuchen raufzusteigen, dann habe ich einen besseren Überblick. Ja. Ah, nun produziere ich hier endlich ein paar mehr Schilde. Das werde ich hier mir auch holen. So, durch die Überbevölkerung habe ich jetzt hier auch Unruhen. Das klären wir gleich. Hier würde ich jetzt eigentlich gerne Bewässerungsanlagen bauen, weil ich glaube, dann kriege ich noch ein zweites Feld an Nahrungsmitteln hier. Aber ich glaube, es ist auch wichtiger, hier Bergbau zu machen. So, hier habe ich auch Paris entdeckt, die Hauptstadt der Franzosen. Leipzig hat einen weiteren Siedler gebaut. Ich will jetzt einen Spearman bauen und ich glaube, ich lasse das jetzt auch erstmal, damit auch Leipzig besser verteidigt ist. Königsberg hat diesen Spearman gerade gebaut. Ja, werden wir gar nicht lange fackeln.
gehe ich gleich auf die Bibliothek. Kultur ist wichtig. So, und mit diesem Siedler holen wir uns die Trauben. Und zwar am besten alle. Wenn ich hier baue, kriege ich sie alle. Mit etwas Kultur. Erster Radius sind ja diese, sind ja, ist ja dieses, diese Traube schon mit drin. Beim zweiten Radius habe ich auch die anderen beiden. Außerdem habe ich Wasser in der Nähe und Bewässerung funktioniert. Was will man mehr? So, Hamburg hat auch den Siedler. Ich schiebe noch einen Arbeiter hinterher. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was baut Leipzig als nächstes. Ach ja, da hatte ich ja gesagt, der Spearman ist in Ordnung. Ne, ich baue mal erstmal den Worker, also noch einen Arbeiter. Und dann den Spearman. Auch interessant, hier haben wir gerade 99 Culture. Das heißt, nächste Runde kommen wir wieder plus 3. Dann wird dieser Radius vergrößert. So, und hier warten die Horden schon und sammeln sich. Nun gut, also wir haben jetzt erstmal die Ressourcen, an die wir rankommen, die besonderen. Da habe ich jetzt erstmal überall Städte im Aufbau bzw. Siedler hingeschickt. Das heißt, ich werde mit dem nächsten Siedler jetzt erst einmal eine Stadt bauen an einer Stelle, wo sie nicht unbedingt notwendig ist, aber um mein Einflussgebiet hier einfach in diesem Bereich weiter zu vergrößern. Oder aber, was vielleicht auch sinnvoll ist, um näher an die Russen heranzukommen, um die auch kulturell ein bisschen von mir zu überzeugen. Für den Fall ist vielleicht diese Position hier ganz gut. Komme ich leider nicht an den Wal ran, aber an diese beiden Felder. Aber ich habe kein Wasser. Wasser ist immer wichtig. Zumindest jetzt noch. Später gibt es dann auch die Möglichkeit, irgendwie Brunnen zu bauen. Dann ist das Wasser nicht mehr so wichtig. Ich baue hier. Hier habe ich den Fluss. Hier. Den Fisch. Ne, ich baue hier. Viele automatisierte Einheiten und jetzt kann ich hier schon mal die Truppen sammeln. Leipzig hat gerade den kulturellen Einfluss erhöht. Hamburg ist auch bald soweit. Den Arbeiter habe ich gebaut. Der Spearman wird als nächstes gebaut. Sammeln. Die Stadt ist gleich verbunden. Den Arbeiter schicke ich gleich hinterher. Der unterstützt dann hier beim Aufbau. Spearman
Gute an der Sache ist natürlich auch, zeige ich gleich noch. So, das Gute an der Sache ist natürlich auch, dass ich hier eine Art Keil reintreibe, einen kulturellen, sodass diese Fläche hier quasi erstmal unantastbar ist und meine Fläche ist für nächste Städte. Weil die Einheiten hier nicht durchkommen durch diesen Raum. Also Fremdeinheiten dringen nicht in mein Territorium ein, solange der Friedensvertrag da ist. Und wenn ich hier ein kulturelles Territorium habe, was hier diese Lücke schließt, wie gesagt, hier wird die Kultur gleich expandieren, auch über dieses Feld hinaus. Und hier werde ich dann natürlich auch ein großes kulturelles Feld haben. Dann wäre hier nur eine kleine Lücke zu schließen. Und durch die kommt man relativ schwierig in dieses Gebiet. Ja, das wäre jetzt auch eine nächste Aufgabe, dass ich das zumache, dass hier das quasi mein Gebiet ist und dass es relativ safe ist vor den Gegnern, bis die mit Schiffen hier reinreisen. Hier ist auch ein. Ja, genau so soll es weitergehen. So, hier sehen wir jetzt diese besondere Art des Wissenserwerbs. Und zwar bekomme ich jetzt das Rad, ohne dass großartig was gemacht wurde. Also hier ist keine Forschung auszuwählen. Das heißt, das wurde jetzt nicht von mir erfunden, sondern ich bekomme das über die große Bibliothek. Und das Rad wiederum verschafft mir diese Kutsche. Oder die Kriegskutsche, aber die Kriegskutsche ist nur für Ägypter. Die hat eben zwei Angriffsstärke und zwei Movement. Und die normale Kutsche hat nur eine Angriffsstärke, aber zwei Movement. Also die ist halt sehr beweglich. Das Ding ist, oder das Problem ist, dass ich keine Pferde habe. Bisher. Aber diese Ressource Pferde erscheint ja jetzt auch auf der Karte und dann werde ich gleich mal gucken, ob ich die irgendwo finde, damit ich sie mir so schnell wie möglich holen kann. Da sind Pferde. Im Gebiet der Russen. Na, wo sonst? Okay, hier sind auch Pferde. Bei den Franzosen auch. Na, so hat jeder seine Pferde. Gut, das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Berlin hat Unruhen, das wollen wir nicht. Und der Arbeiter, der wird gleich hinterhergeschickt hier. Um die Wüste platt zu machen. Hahaha. Die Wüste. Den Dschungel. Naja, das kann man schon mal verwechseln. Wüste oder Dschungel. Ist doch alles das Gleiche. So, Königsberg. Wie wir sehen, ist dieses Feld schon ganz gut. Pfupft schon ganz gut Ressourcen ab. Jetzt werde ich da hier noch ein Bergwerk bauen. Dann habe ich hier drei Schildfelder und eine Straße. Zuerst die Straße, weil dann bin ich hier zusammen mit dieser Straße, die der Arbeiter hier unten gerade baut, auch in allen Städten mit Eisen abgesichert. Ordnung wiederhergestellt, die Truppen sammeln sich.
mal, jetzt habe ich hier versehentlich einen Spearman gebaut. Aber das ist gar nicht so schlimm. So, da ich nicht weiß, was ich sonst bauen soll, baue ich einfach noch einen Siedler, um mir die Pferde zu holen. Und, ja, diese Einheit, diesen Spearman, schicke ich hierhin, um meine Stadt, die ich hier nahe der Russen bauen möchte, direkt zu unterstützen. Wenn ich die Russen angreife, könnte ich da möglicherweise Probleme bekommen. Truppen sammeln sich. Die Straße nach Königsberg ist fertig gebaut. Königsberg hat jetzt auch die Elefanten als Luxuries. Okay. Ich schau mal, wie es hier so aussieht. Gut eigentlich. Schau mal, ob ich da... Nee, kann ich nicht. Ich kann keine Bewässerungsanlage bauen. Aber die könnte ich da eventuell brauchen. Doch ein bisschen dürftig. Da brauche ich die nicht wirklich. Überall nicht. Hier eigentlich auch nicht, aber die muss ich. Oder hier muss ich eine bauen, damit ich hier rankomme. Ja, das machen wir mal. Sehen die auch die Franzosen? So wie ich prophezeit habe, der Einfluss der Kulturelle ist hier auch gewachsen. Ja, jetzt dauert es erstmal eine ganze Weile, bis ich diese 1000 voll habe. Aber in Berlin sieht es ja schon ganz gut aus, denke ich mal. Da haben wir schon 2 Drittel geschafft. Und hier haben wir gerade noch gesehen, auch die Franzosen haben Fälle. Aber die Franzosen sind natürlich noch ein Stück weiter weg als die Russen. Und an die Russen baue ich mich ja nun noch ran. So, okay. Das Katapult trödelt noch ein bisschen. Ich denke, mit den anderen Einheiten kann es so langsam losgehen. Das war doof. Hier werde ich jetzt den Wald oder Holz fällen, damit ich dort eben Bewässerungsanlagen bauen kann. Und hier baue ich die nächste Stadt. Wieder mal gar nicht so weit weg von der anderen Stadt. Ein großer Nachteil ist, dass diese Stadt mitten im Dschungel gebaut ist. Ach, jetzt schlägt es mir wieder Königsberg vor. Nein, dann nenne ich es jetzt einfach mal Königsberg, damit die nächsten Orte nicht auch wieder alle Königsberg heißen. So, und dieser Nachteil ist, dass es hier kaum Ressourcen gibt. Und ich hier quasi direkt im See abbaue. Und deswegen muss hier auch zügig ein Arbeiter hin, damit es hier vorangehen kann. Weil wenn ich jetzt hier den zweiten Einwohner bekomme nach 20 Runden, dann wird er sich hier hinsetzen und der produziert auch nur ein Food, aber 2 Einwohner
brauchen 4 Food, ein Einwohner braucht 2 Food und so weiter. Von daher muss dieser Dschungel hier weg, damit ich überhaupt was bauen kann. Ja, auch du machst das hier erstmal mit der Bibliothek. Naja, mit dem Spearman, dann die Bibliothek. Und in Hamburg ist wieder der Siedler fertig. Und ich baue jetzt einfach das Orakel. Obwohl 6. Noch den Worker hinterher. Und dann das Orakel. So, Truppen sammeln. Mit dem Siedler werde ich mir die Pferde holen. Ist noch die Frage, wo ich bei euch hier. Also ich denke, das scheint mir ein guter Ort zu sein. Hier ist der Fluss. Und ich habe das Pferd in Reichweite und bekomme dann auch über die erste kulturelle Expansion hier das zweite Nahrungsmittelfeld noch dazu. Außerdem habe ich hier dann schon fast die kulturelle Lücke geschlossen, wenn diese Stadt kulturell expandiert. Vielleicht überdenke ich das auch nochmal, weil ich zu nah am Wasser bin. Und dann hier vielleicht keine andere Stadt mehr bauen kann. Muss ich nochmal schauen. Scheint aber auf den ersten Blick in Ordnung. Eine Stadt hat halt einen gewissen Radius, einen gewissen Bauradius, den man ja hier erkennen kann, wenn man in eine Stadt rangeht. Dort kann eben eine Stadt Felder abbauen und ich möchte möglichst für jede Stadt den größten Radius bekommen. Oder den vollständigen Radius bekommen. Um die Städte eben auch möglichst groß auszubauen. Das wird auch später nochmal ganz wichtig. Also hier habe ich zwar jetzt schon in Berlin mit 8 Einwohnern die Grenze erreicht, aber das ändert sich dann mit den besseren Technologien. Da kann ich dann mehr Nahrung produzieren und ähnliches. So. Auch Leipzig macht sich langsam. Werde ich da noch ein Bergwerk bauen? Die Construction ist fertig. Jetzt schaue ich mal wieder rein, weil ich bin ja hier bis zum Ende durch. Und gehe jetzt zum nächsten Entwicklung. Achso, ich kann hier nochmal reingucken. Denn Construction bringt mir ja auch einiges. Und zwar kann ich jetzt ein Kolosseum bauen, was mir jetzt was quasi den Tempel verbessert. Das Kolosseum bringt grundsätzlich 2 glückliche Einwohner oder 2 zufriedene Content, genau, zufriedene und nicht die glücklichen, sondern die zufriedenen und macht eben die Unzufriedenen zu zufriedenen. Und das Aquädukt ermöglicht die Bevölkerung einer Stadt über 6 zu steigern. Das brauche ich jetzt auch relativ dringend. So, die große Mauer, die ich noch hier zu bekomme, die erschafft den Effekt von einer Stadtmauer in jeder Stadt. Ja, und das bewirkt eben, dass eine Stadt doppelt so viel Verteidigungskraft hat. Ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil ich nicht eingegriffen werde auf der einfachsten Stufe. Aber ist auch nicht schlecht. So, und dieses Fortress
schafft diesen Defense-Bonus, wenn man irgendwo Einheiten zu stehen hat, die einfach nur rumstehen und sich da verbarrikadieren sollen. Das ist also so eine Art militärische Aktion. Soweit, so gut. Ich bin hier quasi mit meiner Wissenschaft am Ende und gehe direkt ins Mittelalter, weil ich möchte hier weiter forschen. Tütüm, geht noch nicht. Okay, ich denke, ich muss auch die Währung vorher noch erforschen, damit ich hier weiterkomme. Bin ich ganz sicher? Wir werden sehen. So. Wir stehen vor den Toren von Russland. Wir besitzen die Stadt Königsberg. Die ist relativ weit weg. Ich hoffe, sie wird uns nicht wieder von den Russen geklaut werden. Nicht in diesem Spiel. Aber wie es weitergeht, das werden wir in der nächsten Episode sehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.